Bei der Stereolithografie werden Polymerharze mit Hilfe von UV-Licht ausgehärtet und so zu einem Objekt mit sehr hoher Detailabbildung verbunden. Objekte aus Epoxidkunststoffen ermöglichen eine große Anwendungsvielfalt. Sie ermöglichen die Herstellung hoch aufgelöster Objekte, zum Beispiel als Funktionsmodelle für Produkttests, Urmodelle für Feinguss- und Abformungsverfahren oder für den Dentalbereich. Und so sieht der Ablauf bei Protic aus. Sie laden Ihre Datei auf das Protic Webportal hoch und wählen dann Menge, Material sowie Finish aus. Unsere Software gliedert Ihre Datei in Scheiben und schickt diese an den Drucker. Die Bauplattform wird nun mit einer dünnen Schicht Epoxidharz benetzt. Ein UV-Laser härtet nun die relevanten Stellen aus. Danach senkt sich die Bauplattform im Harzbad um eine Schichtdicke ab und die Oberfläche wird neu benetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis Ihr Objekt komplett hergestellt ist. Das fertige Produkt wird nun zusammen mit der Bauplattform aus dem Harzbad genommen und zum Abtropfen über das Bad gehängt. Nun wird die Stützkontur entfernt. Das Objekt wird chemisch gereinigt und unter UV-Licht komplett ausgehärtet. Stereolithografie-Erzeugnisse ermöglichen durch ihre optimale Oberflächenstruktur und hohe Detailgenauigkeit hochpräzise Prototypen, aber auch Urmodelle für Gießverfahren. Es lassen sich außerdem transparente Objekte für Linsen und Lichtwellenleiter herstellen. SLA-Erzeugnisse können ab einer Wanddicke von 0,1 mm hergestellt werden. Die Größe Ihres Objektes sollte dabei die Maße 1500 x 750 x 550 mm nicht überschreiten. Je nachdem, wie Ihr Wunschobjekt geschaffen sein soll, haben Sie bei Protic die Wahl zwischen mehreren Additive Manufacturing-Verfahren. 3D-Druck von Protic. Präzise, schnell, zuverlässig.